Thüringens jüngstes Turnierpaar beim Jive. Galina Menzel und Malt Reinstein tanzen in der höchsten Leistungsklasse. Sie kommen vom Tanzkreis Schwarz-Gold Altenburg. Doch bevor sie wie die anderen 300 Teilnehmer das Tanzbein schwingen, müssen sie erst einmal auf Betriebstemperatur kommen. Die beiden tanzen Standard und Latein. Bei den Thüringer Tanzsporttagen findet man sie nach der Erwärmung aber im Charleston-Kurs wieder. Man muss ja nicht immer so engstirnig nur die Tänze nehmen, die man halt auch auf dem Turnier tanzt. Das ist schon mal lustig. Ja, ich sehe das genauso. Also, was Neues ausprobieren. Beim Charleston fangen sie wie alle anderen quasi bei Null an. Im Tanzsport heißt das erstmal den Grundschritt üben, typisch für den Tanz aus den 20er Jahren. Charleston ist einer von 64 angebotenen Kursen. Das Interesse ist riesig. Ich bin selbst wirklich überrascht. Es ist nicht nur der Charleston, der begeistert. Es gibt überhaupt die alten Tänze. Und was mich freut, es sind auch immer junge Leute dabei. Nach nur einer Stunde klappt schon prima mit dem Charleston. Jedes Jahr bietet der Thüringische Tanzsportverband neue Kurse an, wie hier Samba, damit die Teilnehmer die ganze Palette des Tanzes kennenlernen können. Es ist ein gemischtes Programm. Wir haben von jung bis alt, wir haben von Profitänzer bis Breitensportler bis Anfänger alles dabei. Und das ist einfach toll. Natürlich sind die Klassiker dabei, wie der langsame Walzer, bei dem Galina und Malte wie immer eine gute Figur machen. Die 12- und der 14-Jährige tanzen seit 4 Jahren zusammen. Was gehört dazu? Ehrgeiz, Sportlichkeit. Ist halt immer auch anstrengend und... Also ich habe jetzt von gestern Muskelkater ein bisschen. Ihr nächstes Ziel ist die deutsche Meisterschaft in 4 Wochen. Für Galina und Malte werden es die ersten sein.